Und es ist nämlich paradoxerweise so, dass je dünner die Wand ist, desto besser ist es oder desto höheres Qualitätsmerkmal ist es. Die verschiedenen Dämmstoffe sind wirklich auch wichtig. Also das ist wirklich mit der größte Faktor, wie sich es nachher im Haus anfühlt, also was ihr da für ein Raumklima habt. Und da gibt es jetzt ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Wichtig sind aber wirklich zwei Punkte. Nummer eins, die Entscheidung, habe ich einen eher natürlichen Baustoff oder habe ich einen, ja, nicht natürlichen, also irgendwie einen chemischen oder halt einen produzierten Baustoff, also wie jetzt Styropor oder sowas, ne, Neopor, also da gibt es ganz viele ja, Kunststoff-Dämmstoffe sozusagen. Auf der anderen Seite die wirklichen Naturdämmstoffe, wie jetzt Holzfaserdämmplatten, Holzspänedämmung, Jutedämmung, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und der erste Tipp, den ich euch da geben kann, ist, schaut euch mal oder googelt nach dem Leitfaden Dämmstoffe von der Stadt München. Also einfach mal bei Google eingeben, Stadt München, Leitfaden Dämmstoffe, dann findet ihr das. Und da sind ganz, ganz viele Dämmstoffe aufgelistet nach biologischer Rangliste sozusagen. Und da steht ganz, ganz viel dazu. Also auch diese normale Mineralwolle, die man immer so hört. Der zweite wichtige Punkt ist, wie sieht der Wandaufbau insgesamt aus? Also wie gehe ich mit der Dämmung eigentlich um? Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt viele Firmen, die sagen, okay, wir haben hier unsere Wand und klatschen außen einfach nochmal eine Dämmung drauf. Also dieses Wärmedämmverbundsystem, das man vor allem bei Steinhäusern oft hat, aber eben auch bei Fertighäusern, ist eigentlich ja nicht so die optimale Variante, weil ja außen halt einfach immer nochmal Styropor oder ähnliches aufbringen müsst. Meist ist es Styropor. Ne? Deswegen würde ich immer gucken, wie ist der Wandaufbau insgesamt? Weil es geht nicht alleine um die Dämmung, aber die Dämmung ist ein wichtiger Faktor davon. Und da würde ich einfach darauf achten. Und der beste Tipp, den ich euch geben kann, der kommt jetzt. Der beste Tipp, den ich euch dazu geben kann, ist, sucht euch eine Baufirma aus, die verschiedene Dämmstoffe anbietet. Also wo ihr nicht nur die Wahl habt, hier, das ist unser Wandaufbau, fertig, sondern ihr könnt aus zwei oder drei Wandaufbauten wählen. Weil dann könnt ihr selber sagen, will ich die Variante mit Styropor haben, weil es einfach preislich attraktiver ist. Ich muss aber nicht auf einen guten Wandaufbau verzichten. Nummer zwei, will ich ja einfach die bessere, ökologischere Variante, die sich im Haus dann auch, wo ich ein anderes Raumklima im Haus habe, dann könnt ihr selber wählen und müsst nicht danach gehen, dass euch zwar eigentlich die Firma gefällt und die eigentlich solide ist und so weiter, aber vom Wandaufbau her passt es nicht. Deswegen schaut immer, dass ihr wirklich eine Firma habt, bei der ihr das wählen könnt. Wenn ihr da Infos wollt, schreibt mich auch gerne an oder schreibt uns eine E-Mail, kontakt@fertighausexperte.com und dann habt ihr da auf jeden Fall eine bessere Auswahl, als ihr es davor hättet. Für die weiteren Dämmstoffe, also jetzt Mineralwolle, Jutedämmung, Holzspänedämmung, Zellulosedämmung, da geht es alles sehr, sehr ins Detail, ne? Und die haben auch alle wieder so ein bisschen Vor- und Nachteile einfach. Grundlegend ist es einfach wichtig, wie ist der Wandaufbau insgesamt, habe ich gestern auch schon kurz gesagt, weil es ist jetzt hier, sprengt einfach den Rahmen, jetzt hier in jeden einzelnen, in jedes einzelne Dämmstoff hineinzugehen. Ist aber wichtig, dass man das macht, wenn man Angebote vergleicht, um wirklich zu wissen, okay, wie verhält sich das? Wie ist zum Beispiel auch der Schallschutz? Auch der Schallschutz kann vom Dämm oder hängt auch vom Dämmmaterial ab, je nachdem, wie schwer und wie dicht dieses ist. Ja? Das heißt, ich kann mit einer Jutedämmung oder mit einer Holzfaserdämmung einen deutlich besseren Schallschutz erreichen als mit einer normalen Mineralfaserdämmung, weil ich dadurch einfach weil ich dann eine höhere Masse habe. Ja? Also auch das ist ein wichtiger Faktor und achtet da auf jeden Fall beim Vergleich drauf. Die nächste gute Frage schließt auch so ein bisschen an dem Dämmungsthema an. Weil das ist eine ganz häufige Geschichte, die jetzt kommt. Ich lese es einfach mal kurz vor. Hallo, wir haben am Donnerstag und Freitag unser Haus aufgestellt bekommen. Der Bautrupp war leider sehr unfreundlich und wollte schnell fertig werden. Eigentlich wollten sie alles schon am Donnerstag fertig haben, allerdings kam der letzte LKW nicht rechtzeitig. Am Freitagmorgen kamen wir auf die Baustelle und der Bautrupp hatte tatsächlich bei strömendem Regen die Dachbalken drauf gemacht. Als wir rein durften, tropfte es unten im Wohnzimmer durch die Decke. Meine Frage, wie sollen wir vorgehen, da ja sehr wahrscheinlich Schimmel entstehen kann, wenn da das Wasser durch die Dämmung kam? Wäre lieb, wenn ihr Tipps geben könntet. Ja, genau, also das ist so ein Ding, das kommt wirklich relativ häufig vor, dass die Dämmung durchnässt ist. Und da kann man jetzt wirklich oder muss man jetzt wirklich zwei Sachen machen. Zum einen ist es jetzt sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall den Bauleiter verständigen und nachschauen,
Also schneidet wirklich nochmal die Dämmung auf und guckt, wie viel Wasser ist da drin. Manchmal kann man noch entweder jetzt mit Bautrocknern dann was machen, wenn die Feuchtigkeit noch, also wenn noch nicht so viel Wasser drin ist. Wenn aber schon viel Wasser drin ist, dann ist die zweite Variante, die Dämmung wirklich nochmal austauschen. Und das muss die Firma machen. Jetzt ist es so, dass natürlich leider, wenn es hier schon alles schnell gehen sollte, ne, wenn da viel Druck drauf ist, das ist so bei Anbietern, die halt hauptsächlich über den Preis verkaufen und da sehr kennzahlengetrieben sind, ne, die einfach wollen, dass alles schnell abgeschlossen ist und fertig, dann muss man natürlich immer gucken, wie man das dann gehandelt bekommt. Aber ich würde auf jeden Fall verständigt den Bauleiter, der muss sich darum kümmern und im Zweifel muss die Dämmung ausgetauscht werden, weil sonst kriegt ihr diese Feuchtigkeit da ja nie mehr raus. Ja, mein bester Tipp ist da eigentlich, das ist wieder die Wahl der Baufirma am Ende. Ne, wenn ihr mit einer Firma baut, die halt wirklich so ein großer Konzern ist, wo es wirklich Druck auf Druck geht, wo alles nach Kennzahlen optimiert ist und die Baustelle halt einfach nicht länger dauern darf als den einen oder die 2 Tage, dann gibt es solche Probleme. Ne, das habt ihr bei kleineren oder bei familiengeführten Unternehmen seltener. Das andere ist, ihr habt natürlich hier gehört, es werden die einzelnen Dachbalken aufs Dach gemacht und nicht die kompletten Dachelemente. Wenn ihr Dachelemente habt, dann ist das ja alles schon so vorgefertigt, dass man es quasi nur noch zusammenstecken muss. Dann sind es 6 Elemente oder sowas und dann ist das Dach fertig und das ist dann innerhalb von 2, 3 Stunden wirklich zu. Ne? Mit Dachbalken, mit einzelnen Balken dauert es wesentlich länger. Also ich würde hier gucken, wie hoch ist der Vorfertigungsgrad, wie machen die das, weil es natürlich ein bisschen günstiger, das auf der Baustelle dann erst zu machen. Ne? Also das sind so die Faktoren, da würde ich drauf achten, nur dann könnt ihr wirklich sowas vermeiden. Ist aber ein ganz, ganz häufiger Fehler. Die nächste gute Frage ist, wie dick sollte eigentlich die Dämmung sein, beziehungsweise wie dick sollte die Wand sein? Was ist dann eine gute Qualität? Und es ist nämlich paradoxerweise so, dass je dünner die Wand ist, desto besser ist es oder desto ein höheres Qualitätsmerkmal ist es. Warum das? Man könnte ja genau das Gegenteil denken. Ne? Es steht ja auch in jeder Leistungsbeschreibung, werdet ihr auch merken, jetzt wo ich es euch sage, fällt euch das wahrscheinlich dann immer auf, es wird immer von Wandstärke gesprochen. Ne? Es wird immer, die Wand ist 30 Zentimeter stark. Ja? Also das ist ja was positiv verkauft wird, wenn die Wand dick ist. Aber eigentlich ist das Problem bei einer dicken Wand, dass sie Wohnfläche wegnimmt. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen das Abartige bei Steinhäusern, wenn die einen gewissen Energiestandard erreichen möchten, dann brauchen die auf einmal einen halben Meter Ziegelwand. Ja? Also eine Ziegelwand, die einen halben Meter dick ist. Und dann wird das Ganze natürlich deutlich weniger Wohnfläche im Vergleich zu einer 30 cm dicken Wand. Und hier kann man sich nur mal vorstellen, es klingt nicht viel Unterschied, diese 20 cm, sind aber gut 40%. Also ihr habt mit so einer dünneren Wand 40% weniger Fläche, die verloren geht dadurch. Ne? Und das macht einen riesigen Unterschied. Das heißt, das Qualitätsmerkmal ist eigentlich, die eigentliche Kunst besteht darin, die Energiewerte und die Schallschutzwerte zu erreichen und dabei die Wand aber so dünn wie möglich zu machen. Und das erreicht man natürlich wieder durch höherwertige Baustoffe, also durch bessere Dämmmaterialien, die eine höhere Dichte oder eine höhere Masse aufweisen zum Beispiel, ne, weil Masse den Schall schluckt und grundsätzlich auch eine bessere Energieeffizienz liefert. Das heißt, das, was verbaut wird, die Materialien, die sind eher gut, wenn ich sie so, also wenn ich die Wand so dünn wie möglich machen kann. Das ist eigentlich wirklich ein Qualitätsmerkmal. Also achtet zum einen als Tipp auf die U-Werte und auf die Schallschutzwerte und guckt dann, wie dick ist die Wand. Und wenn zwei Wände dieselben Werte haben, aber die eine ist deutlich dicker als die andere, dann ist die mit der dünne, also die dünnere Wand, die höhere Qualität im Endeffekt. Klingt erstmal paradox, ist aber so. Und kleiner Ausblick für euch, wir werden auf jeden Fall, und das haben wir jetzt auch schon angefangen im Podcast, weitermachen zu gucken, was bedeutet eigentlich Qualität beim Hausbau? Und da ist natürlich auch genau dieses Thema der Dämmung, da werden wir da nochmal viel tiefer reingehen, weil wir da einfach auch mehr Zeit dafür haben sozusagen. Also abonniert den Podcast, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Gebt uns Daumen hoch und dann werdet ihr alles Weitere darüber erfahren.